Feierabendstimmung bei Marcel Bahr und Silke Fuchs. Dabei wartet auf das Streifenteam noch ein dramatischer Einsatz. Egon 1231 für Egon. Egon 1231 hört. Einsatz in Straße 64. Anwohnerin meldet Schussabgabe auf Sie. Täter unbekannt, RTW rollt. Bist du mit? Person mit Schussverletzung. Okay. Ja, habe ich verstanden. Sobald Schusswaffen im Spiel sind, steigt auch bei den erfahrensten Beamten der Adrenalinspiegel. Egon, der 1231 trifft ein, wir gehen dann auch wir rein. Wir sind zum Schusswaffengebrauch, Schusswaffenwechsel. Ja, wir sind Hallo. Noch draußen geblieben wegen Eigenschutz. Ja, okay, dann gehen wir mal rein. Ja, sagt ihr Bescheid. Ja, wir sagen euch Bescheid. Marcel Bahr und seine Kollegin Silke Fuchs gehen routiniert und mit äußerster Vorsicht vor. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Die Polizei? Hallo? 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 Ist hier noch jemand? Ist hier noch jemand in der Wohnung? Oh Gott, was passiert? Gott sei Dank sind Sie da. Ich glaube, ich bin angeschossen worden. Es gab einen riesen Knall und ich habe hier am Fenster gestanden. Ich habe telefoniert und... Okay. Setzen Sie sich mal so halb auf die Fensterbank. Oder lehnen Sie sich an. Zeigen Sie mal. Es gab einen Knall okay. Und dann... Sind Sie alleine hier? Ja. Ich sag dem, sag der Besatzung ihm Bescheid. Die junge Frau hat eine ernsthafte Schussverletzung am Oberarm. Sie steht unter Schock und muss dringend medizinisch versorgt werden. Wenn wir eine angeschossene Person auffinden, wird natürlich zunächst einmal die Person versorgt, gleichzeitig auch mögliche Hinweise auf einen Täter erfragt, um schnellstmöglich eine Fahndung nach diesem flüchtigen Täter einzuleiten. Okay, ruhig atmen. Ja. So, ich mache ihn jetzt, kommt was hier auf die Wunde drauf. Ein bisschen, ja, aber das ist doch jetzt gut. Können Sie mir schon mal sagen, wie Sie heißen? Svenja Ziegler. Svenja Ziegler? Ja. Okay. Noch eine Nullbinde zum Abkommen. Konzentrieren Sie sich mal ein bisschen auf mich, Frau Ziegler. Okay. Wann sind Sie geboren? Können Sie mir das sagen? Ich bin 30, 19.07. Okay. 19.07. Okay. Und Sie wohnen auch hier, ja? Ja, ich wohne ja? hier, ja. Sie wohnen hier, okay. Ich habe telefoniert, ich habe hier am Fenster gesessen. Es war so ein schöner Tag heute. Okay, haben Sie auf der Fensterbank gesessen, genau, oder? Genau. Okay. Könnten Sie sich nochmal so auf die Fensterbank setzen, wie Sie meinen, dass Sie gesessen haben? Ja. Marcel Bahr will auf diese Weise den Standort des Schützen ermitteln. Dann kann das nur von drüben aus der ersten oder zweiten Etage gekommen sein. Ich weiß es nicht. Dann aber sofort weg vom Fenster. Der Täter ist noch auf freiem Fuß und könnte jeden Moment erneut zuschlagen. Wissen Sie, wer drüben wohnt? Kennen Sie da jemanden? Meine Freundin, meine Nachbarin, die Dienst, die wohnt drüben. Wie heißt sie denn? Ich habe vor einer halben Stunde noch gesprochen. Die wollte einkaufen gehen, aber ihr Sohn Robin, der ist doch drüben. Der müsste in der Wohnung noch alleine sein. Nicht, dass, in welcher Wohnung? Nicht, in welcher Etage wohnt er? Gab. In welcher Wohnung? Erste Etage. Die 30-Jährige erklärt den Beamten, dass es hier in letzter Zeit vermehrt zu Einbrüchen kam. Marcel Bahr und Silke Fuchs sind alarmiert. Möglicherweise ist der Täter noch im Haus und hat den 8-jährigen Robin in seiner Gewalt. Wir gehen jetzt zum Weg 24. Egon, hier ist noch ein Schuss gefallen. Wir gehen in das Haus. Die beiden Beamten haben keine Zeit, auf die angeforderte Verstärkung zu warten. Schließlich ist das Leben des Jungen in Gefahr. Doch eine Treppe? Da steht eine Tür auf. Hey, wer bist du? Bist du der Robin? Ich bin der Lennart. Wo ist der Robin? Der ist, glaube ich. Lennart, das ist kein Witz jetzt. Sie wurde geschossen. Wo ist der Robin? Ich glaube, er ist im Schlafzimmer. Gut. Hier drin? Ist hier noch einer drin? Weißt du das? Wie alt ist der Robin? Der Robin ist 8. Gut, du bleibst da sitzen. Mhm. Robin? Robin? Die Polizei ist hier. Hier ist alles sicher. Ich bleib hier Bist stehen. Du da? Ja. Robin? Rauskomm. Ich will die Hände sehen. Ich will deine Hände sehen. Wo sind die Hände? Komm raus da. Komm raus. Bist du alleine hier? Ja, hier ist sonst niemand. Aber da war vorhin jemand. Hier in der Wohnung? Ja, der ist. Du bleibst hier drin. Du setz dich hier aufs Bett und bleib da sitzen. Dann geht Oder sollen wir ihn rausschicken zu deinem Kumpel? Nee, der bleibt hier drin. Okay, du bleibst drin. Du bleibst hier drin. Bist du da? Okay. Okay, hier ist noch eine Tür.
Ja. Ich gehe hier rein und mach die Tür auf, ne? Ja. Ich pass auf dem Balkon. Ja. Okay, keiner. Dann gucke ich noch mal auf den Balkon. Ja. Und? Ne, ist auch keiner. Okay. Wenn wir ins Haus gehen, müssen wir natürlich erstmal auf die Eigensicherung achten, also auf uns selber. Dann müssen wir den möglichen Täter finden und Kinder, so wie jetzt in diesem Fall, natürlich aus der Schusslinie halten. Ja, erzähl mal, was ist passiert? Lass mich mal hier zwischenher. Ja, hier war so ein Typ und der ist da über den Balkon gekommen. Und über den Balkon hier rein? Ja. Ich guck mal, ob man hier raus kann, rein kann. Und dann? Ja, der war halt hier drin. Ich weiß nicht, was er hier wollte, aber der hat geschossen, aber mehr habe ich nicht gehört. Halte ich für unmöglich, dass einer hier über den Balkon geklettert ist. Der muss schon sehr, sehr gut klettern können. Polizeihauptkommissar Marcel Bahr hat ebenfalls große Zweifel an der Aussage des Achtjährigen. Für uns passt das nicht zusammen, was die Kinder erzählt haben, dass ein Täter in der Wohnung ist und dort seine Waffe liegen lässt. Das glaube ich nicht. Warum saßt du draußen auf dem Flur, Lennart? Was ist denn passiert? Wer sind Sie? Sie sind wer? Ich bin die Mutter. Gott, Sie, was ist denn? Um Gottes Willen, ich habe draußen hab ich den Krankenwagen gesehen. Bei dir ist alles in Ordnung. Okay, und ja. Wie geht es dir? Ja. Spazi, ist also alles in Ordnung. Ja. Was ist denn passiert? Das versuchen wir gerade rauszukriegen. Auch wenn die beiden Jungs beharrlich schweigen, die Wahrheit ist bereits zum Greifen nah. Sag mal, wo guckst du die ganze Zeit hin? Nirgendwo. Wie nirgendwo? Ist da was? Nein, da ist nichts. Was liegt denn da unter? Sofa, Sessel? Was ist denn da? Was da drunter? Sieht aus wie ein, das ist ein Griffstück von einer Waffe. Wo soll denn eine Waffe herkommen? Ja, das frage ich Sie. Also, das glaube ich nicht. Okay, da ist eine Waffe. Wem gehört die Waffe? Von wem ist die? Wer hat die genommen? Ich weiß es nicht. Also ich habe die jetzt mit Handschuhen angefasst, ne? Wir können da Fingerabdrücke von nehmen. Und wir können von euren Händen Schmauchspuren nehmen, wenn ihr die angefasst habt, wenn ihr damit geschossen habt. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich habe die noch nie gesehen. Oh, hier liegt eine Waffe in der Hütte. Die ist unterm Sofa, die ist versteckt. Du warst im Schlafzimmer, hast dich versteckt und er war draußen im Flur. Es kann eigentlich nur einer von euch beiden gewesen sein. Dann nehmen wir euch jetzt beide mit zum Wagen, dann fahren wir mit zur Wache. Und da wird ein Test gemacht, wer die Waffe in der Hand gehalten hat und die Schmauchspuren an der Hand hat. Wenn man eine Waffe abfeuert, dann entstehen da Partikel und die setzen sich auf der Haut fest. Die kann man auch nicht so einfach abwaschen. So, aufstehen, wir fahren zur Wache. Dann gehen wir nach unten. Und Sie können gerne mitkommen. Die Beamten gehen davon aus, dass über kurz oder lang einer der Jungs dem Druck nicht mehr standhalten wird und mit der Sprache herausrückt. So, dann kommt man hier zum Auto. Und ich möchte nicht ins Gefängnis. Ich muss Ihnen da noch was sagen. Die Waffe gehört meiner Mutter. Wie bist du dann an die Waffe gekommen? Ja, die lag bei Mama unterm Bett. Wir haben die dann ziemlich schnell gefunden. Und dann habt ihr damit gespielt? Ja, am offenen Fenster. Und dann hat sich ein Schuss gelöst? Ja, und als ich die wieder zurückstecken wollte, hat sich noch einer gelöst. Okay. Wer hatte geschossen? Wer hatte die Waffe in der Hand? Ich. Lennart, du hast doch geschossen. Aus Versehen, ja. Ja, das glaube ich nicht? Dir sogar. Du hast nicht geschossen? Nein. Okay. Lennart und Robin sind strafunmündig, da sie das Mindestalter von 14 Jahren noch nicht erreicht haben. Fragt sich nur, warum Robins Mutter eine scharfe Waffe besitzt. Also, die Waffe gehörte meinem Vater, der ist verstorben. Der hatte auch einen Waffenschein, der war im Sportschützenverein. Und es hat niemand nach der Waffe gefragt und es sind so viele Einbrüche in letzter Zeit. Und ich bin eine alleinerziehende Mutter und ich muss doch irgendwie mein Kind schützen. Und dann habe ich die Waffe halt behalten. Das müssen Sie doch auch verstehen. Es hat sich keiner darum geschert, was damit passiert ist. Und mein Vater hatte ja einen Waffenschein. Robins Mutter besitzt aber keinen Waffenschein und hätte die Erbschaft der Waffe der zuständigen Behörde anzeigen müssen. Das Gesetz sieht für unerlaubten Waffenbesitz eine Freiheitsstrafe von 1 bis 5 Jahren vor. Womit die Frau Matern jetzt wirklich zu rechnen hat, bleibt abzuwarten. Die Staatsanwaltschaft wird dann natürlich ermitteln,
Wenn sie Glück hat, kommt sie mit einer Bewährungsstrafe davon. Svenja Ziegler konnte schon nach einer Nacht das Krankenhaus wieder verlassen und trägt keine bleibenden gesundheitlichen Schäden davon. Sie hat Robin verziehen, der sich von Herzen bei ihr entschuldigt hat. Die Mutter des Jungen wurde wegen Verstoß gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro verurteilt. Die Waffe musste sie abgeben.